Wir fahren dorthin natürlich, dass wir punkten und ich glaube, jedem ist bewusst, in was für einer Situation wir sind und dass wir dort schleunigst rauskommen wollen. Wir haben uns vorbereitet und wir hoffen, dass wir da was mitnehmen und ja, ich glaube, wir sind nicht so schlecht drauf, aber was das letzte Spiel gesagt hat, dass wir gegen jede Mannschaft mithalten können und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann hätten wir mindestens einen Punkt gemacht. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir gegen Horn da irgendwas mitnehmen. War die Pause auch gut für euch, zum Beispiel auch im Trainingslager, dass man da wieder ja, enger zusammenrücken kann? Ja sicher, es war wichtig, wenn man ganz teambuilding macht und so, das ist auch immer wichtig für die Mannschaft, dass sie zusammenfindet und ich denke, das ist auch ein guter Punkt gewesen. Wir haben einen Ausflug gemacht, also das in Marazell war gut, wir sind in die Kirchen gegangen, vielleicht hilft das auch irgendwas, also wir haben alles probiert, dass wir gegen Horn erfolgreich sind. Die Situation ist im Moment ja sicher nicht so einfach, ja, wie geht man mannschaftsintern damit um? Ja, gar nicht so schlecht, wir sprechen sehr viel an und wir reden sehr viel über Fehler, aber auch über unsere guten Sachen. Und ja, im Prinzip liegt dann die Wahrheit eher auf dem Platz. Und ich hoffe, dass wir das umbringen, das, was wir beim Training ab und zu spielen, da schaut es wirklich sehr gut aus. Und da ist ein Feuer drinnen und so, und das werden wir auch gegen Horn brauchen. Naja, man muss natürlich die Sachen vorarbeiten, analysieren, die Fehler anschauen und einfach trainieren und die Sachen besser machen. Und am Platz natürlich als Mannschaft agieren und nur so kann man es wieder rausziehen. Gegen Ried waren wir ja knapp dran. Was fehlt jetzt noch, damit man wieder in die Erfolgsspur kommt? Ja, schwer zu sagen. Es waren sehr viele knappe Spiele dabei, bis auf einen kompletten Umfaller. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind das, was zählen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mehr ergebnisorientierter spielen. Nee, im Prinzip müssen wir unsere Chancen nutzen. Das ist immer noch ein bisschen ein Manko. Wir trainieren sehr viel daran und ich hoffe, dass gegen Horn das aufgeht. Ja, wie sehr steht man jetzt da schon unter Druck? Naja, unter Druck steht man immer. Das heißt, ja, Punkte, vielleicht Pflicht ist da sogar? Naja, das war, sage ich mal, vor zwei Runden auch schon oder der vorige Runde und es hat leider nicht gereicht. Also sicher, wie jedes Spiel sind Pflichtpunkte. Du hast ja schon sehr viel erlebt. Ja, wie kannst du da mithelfen als Captain? Ja, natürlich die Mannschaft zusammenhalten, einteilen, schauen, dass die Ordnung passt und natürlich auch den nötigen Input geben für die manchen jungen Spieler, wie sie die Situation besser meistern können. Das versuche ich natürlich weiterzugeben. Aber wie gesagt, es hängt auch für jeden einzelnen Spieler ab, wie er Selbstvertrauen hat, wie er das umsetzt. Und wir müssen einfach schauen, dass wir so viel wie möglich umsetzen und dann punkten. Ja, wie schätzt du den Gegner, die Horner, die haben zuletzt erst 4-2 gewonnen gegen einen Städten? Ja, sehr gute Mannschaft. Also wie gesagt, wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwen unterschätzen sollen. Also wir müssen schauen, dass wir unsere Aufgaben machen, dass wir einen Gegner gut analysieren und unser Spiel durchziehen. Und dann werden wir punkten. Im Prinzip, wir brauchen Punkte und wir können auch nichts mehr schönreden. Das wird zwar der Mannschaft gesagt, wir müssen einfach liefern. Ja, Horn ist wieder so eine Mannschaft, wo wir liefern können. Es wird zwar ganz schwer werden. Horn hat einen guten Lauf, jetzt haben sie gewonnen, das letzte Spiel. Ja, es wird an uns liegen, was passiert.